Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Risen. So, was wir das letzte Mal gemacht haben, Leute haben Quatsch. Und ansonsten, was gibt's Neues? Es war Weihnachten. Es wurde der 25. 2 Uhr 15 morgens. Noch mit Alkohol im Blut, aber sonst geht's. Ja, dann tun wir mal das Beste, was wir wenigstens vor dem 25. auch schon eine Folge haben. Du bist doch kein Dieb, oder? Nein. Wir wollen mit dir reden. Ah, noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Haben irgendwie hier niemand längere Haare, nicht mehr als die Frauen? Du bist hier die Köchin? Jetzt werd mal nicht frech. Dir wird doch jemand gesagt haben, wer ich bin. Ich bin Rachel, die Frau des Dom. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Wenn du dich hier nicht benimmst, kommst du ins Loch, verstanden? Hier, nimm ein Stück Fleisch und dann geh wieder an die Arbeit. Ich will mit deinem Mann sprechen. Ich will mit deinem Mann sprechen. Natürlich. Jeder muss mit meinem Mann sprechen. Der Don ist beschäftigt. Und solange das so ist, hab ich hier das Sagen. Ist das so? Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal. Don Esteban ist beschäftigt. Warum sollte ich alle anderen wegschicken und bei dir eine Ausnahme machen? Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Dann mach dich nützlich. Hier gibt es genug zu tun. Zu Don Esteban lasse ich dich nur, wenn du was wirklich Wichtiges oder Wertvolles für ihn hast, klar? Läuft's mit deiner Bande? Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine langziehen. Ja, vielleicht kann ich dir dabei helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Wo ist denn dein Problem? Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf. Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schief läuft. Okay, was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, töten. Ah ja, warum frage ich eigentlich? Tja, wegen deinem Lager. Wegen deines Lagers? Ich besorg dir dein Fleisch. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. Wer von den Jungs ist hier überhaupt ein Anführer? Wer von den Jungs hier ist denn überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Na wunderbar. So, wie gesagt, das Let's Play ist komplett blind. Und jetzt eine kleine Vermutung. Ich glaube, Oscar war es. Aus dem alleinigen Grund. Er ist doch ein verdammter Goldschmied. Das hat er doch gesagt. Deswegen denke ich, er war es. Das ist meine Vermutung. Das bleibt bis erst aus. So, wir schlafen mal bis morgen. Ich und das wird dann schön ausgeruht. Nein, es ist auch morgen. Der Regen ist weg. Ist alles wunderbar. Warte mal, können wir nicht, nicht so einfach kehrt machen? Das wäre ja doof. Wir gehen einfach mal weiter hier rein. Wenn man uns lässt, aber da steht schon eine Wache, die sieht nicht so aus, als würde die uns reinlassen. Das ist ein Kämpfer. Bier. Ich weiß nicht, ob wir das nehmen dürften. Ich will es aber nicht herausfinden. Beppo. Reden wir mit Beppo.
Hallo. Was stehst du hier in der Gegend rum? Geh Kisten schleppen, aber zack, zack. Eine Menge netter Leute hier. Eine Menge netter Leute hier im Lager. Was soll das heißen? Willst du etwa, dass ich dich beim Don melde? Und was ist dir über die Leber gelaufen? Ich brauche die Artefaktkisten, und zwar schnell. Hawkins hätte mit seinen Arbeitern schon längst liefern müssen. Vielleicht hätten wir nicht so einen alten, tattrigen, herzkranken Zausel mit dieser Aufgabe betrauen sollen. Wer ist wir? Was machst du überhaupt? Was machst du hier überhaupt? Ich rede von mir und dem Don natürlich, du Spinner. Der Don will, dass die Artefakte aus den Ausgrabungen und alles, was aus Gold ist, bei mir abgeliefert wird. Das macht dich ziemlich wichtig, was? Hüte deine Zunge, sonst lasse ich dich auspeitschen. Was befindet sich denn da drin? Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Artefakte, du dämlicher Kerl! Sag doch schon der Name! Alles, was die Arbeiter ausgraben, packen sie in die Kisten. Wir haben schon wahre Kostbarkeiten hier in den Tempelruinen gefunden. Aber lass dir bloß nicht einfallen, den Goldkram zu klauen. Der Don würde dich zur Rechenschaft ziehen. Ich krieg ja schon richtig Angst. Dafür, dass wir eigentlich auf einer fremden Insel gestrandet sind und Hilfe suchen und hier eingeladen wurden, sind wir eigentlich ein richtiges Arschloch. Das gefällt mir. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack. Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Wo sind deine Scheißkisten? Die stehen bei den Ausgrabungsstellen. Die Arbeiter da sollen sie hierher liefern. Eine Schande, dass das nicht schon lange passiert ist. Oh Gott, das wird ja noch viel Spaß. So, stecken wir das in die Kisten, aber... Ja. Viele Leute habe ich jetzt nicht getroffen, deswegen gehen wir einfach mal da... Nee, da hoch. Vielleicht treffen wir auch eine der Ausgrabungsstellungen. Ich habe ja keine Ahnung. Gibt es hier nicht auch einen Journal? L wie Logbuch, aktuell, Händler, Lehrer, Questkarte, Regionalkarte, erledigt, Händler, aktuell. Gibt es auch was wie Quests, Hafenstadt, Welt, Tagfest, Maritenlager, Banditenlager, wieder arbeiten, also wie ich die Arbeit, Beppo, Rollen, Dame verletzte Kunde und mit den Arbeitern reden. Goldrausch, Angel erzählt mir das und das und das und das, um zu sehen, was wir da Probleme haben. Nein. Ja. Nö, wunderbar. Wir wissen immer noch nicht, wo die scheiß Ausgrabungsstellungen sind. Das erinnert mich ziemlich an das alte Lager von Gothic 1. Hier sind Menschen, also so falsch können wir ja noch gar nicht sein. Du bist neu hier, richtig? Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind ja auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ihm gehört dieses Feld. Okay, aber was er zu verkaufen hat, interessiert mich noch gar nicht.
Wo bleibt dieser Dreckskerl? Wie bitte? Clay, die alte Drecksau lässt mich hier schon seit Stunden warten. Das Schwein soll mich endlich ablösen. Kann ich was von dir lernen? Kann ich was von dir lernen? Du bist doch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Klingt gut. Du schiebst hier Wache. Du schiebst hier Wache? Ja, verdammt, und das schon viel zu lange. Ich kriege langsam schon aufgeweichte Füße von dem Moderboden hier. Simon, über bitte her, du. Ich seh mal nach, was Clay gerade macht. Hol ihn hierher. Ich hab die Schnauze gestrichen voll, verstehst du? Wo genau ist denn der? Wo genau ist dieser Clay? Was weiß ich. Irgendwo im Lager und liegt faul in der Gegend herum. Wenn er nicht bald hier aufkreuzt, dann hau ich einfach ab. Was gibt's hier so Wichtiges zu bewachen? Bitte ein Artefaktlager. Was gibt es hier so Wichtiges zu bewachen? Der Sumpfbauer, Mann. Ohne ihn sähe es hier düster aus. Düster? Was meinst du mit düster? Alter, jetzt guck dich doch mal um hier. Sieht das hier wie das Paradies aus, oder was? Keine Kneipe, keine Weiber. Nichts. Nur stinkender Sumpf. Alles, was uns hier bleibt, ist das Saufen. Ohne das Bier vom Sumpfbauern wäre hier gar nichts mehr, verstehst du? Ja. Wer sollte hier was klauen wollen? Wer sollte hier was klauen wollen? Wenn du die Leute aus der Stadt meinst, dann mache ich mir keine Sorgen. Die kommen nicht hierher. Aber die verflixten Viecher überall. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir von Wildschweinen oder Schlimmerem überrannt. Ich will einen besseren... Nein, ich will keinen Diebler. Ich will schlechten Diebler. Oh, ich hatte die ganze diese Heilwurzel wäre hier. Und so, damit auch ein bisschen Kampf in die Folge kommt. Ich helfe dir. Danke. Nein, wie in Gothic. Ah, das da ein bisschen scheiße fixiert. So, das war Nummer 1. Ah, das war das, was wir haben. Hoffentlich greift er uns nicht an. Du hast es einfach nicht drauf. Gott sei Dank, er lässt uns in Ruhe. So, dass er uns ein bisschen heilen. Diesen starken Kampf. Schweren Kampf. Ist ein bisschen blöd. Wir können unser rohes Fleisch jetzt nicht zum Braten benutzen, da hier Madame es für sich haben möchte. Damit sie es brät. Aber da ist noch jemand. Reden wir erstmal mit dieser Person. Ja. Oh! Das ist ein Gegner. Oh Gott, der hat uns das halbe Leben abgezogen. Einfach mal ein bisschen zurück. Was hast du mit der Waffe vor? Kannst du nicht zielen? Ich hätte getötet. Ups. Doch unser erster Tod war schon nicht bald. Das tut mir doch leid. Wer uns jetzt wirklich stoppt. Ach du Kacke. Bei uns läuft es wohl gerade nicht so doll. Komm her, du Feigling. Okay, dann müssen wir den halt umlocken. Das tut mir echt leid, ne? Hab ich dich. Ich sag, das tut mir leid. Ja.
Okay. Du wolltest es ja nicht anders. Jetzt brauchst du deine Waffe. Wir wollen wieder aufwachen, fallen wir. Dann wir an die Gurke wieder möchte. Also nach Gothic-Prinzipien würde das jetzt noch klappen. Dass er aufwacht und wir sagen. Nichts zu holen. Tut mir leid. Passiert. Von uns kann das ja noch niemand umnehmen, weil er ja nicht gestorben ist. Der Ärger hat mir gereicht. Ach, Gott sei Dank. Der ist nicht sauer auf uns. Aber der eine Typ ist gestorben. Das ist doof. Ich glaube, wir sind leider gezwungen, dann doch zu dem in die Hafenstadt zu gehen. Da man eventuell mit uns zu sprechen muss. Ah, bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Wie meinst du das? Hm, schon gut. Vergiss es. Was führt dich zu mir, mein Junge? Ist das deine Bruchbude? Ist das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Hm. Was kannst du mir sagen, bitte, wo die Artefaktlager sind? Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Du arbeitest für den Don? Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert. Blieb mir auch nichts anderes übrig. Verstehst du? Ich verstehe. Woher stammt das Gold? Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen doch zu finden sein. Okay. Kannst du mir was... Nee, ich will nicht wissen, wie man Bier braucht. Braukraut? Braukraut? Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ja, ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Okay, taugt dein Bier was? Taugt dein Bier was? Was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Hm. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Du hast das Bier nicht. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Gib her das Zeug. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Kannst du mir beibringen, wie man Bier Don verlangt Schutzgeld? Der Don verlangt Schutzgeld von dir? Nicht direkt. Vielmehr der Oberbefehlshaber seiner Kämpfer. Sein Name ist Broga. Ich zahle ihm monatlich 30 Goldmünzen. Dafür hat er mir Schutz für meinen Hof versprochen. Hm. Interessant. Kann ich beim Krautsammeln helfen? Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Okay, also wird das eine easy Sammelquest. Hat die Folge jetzt eh gleich vorbei ist, gucken wir schnell hier rüber. Was dir geschwärzt? Gott, das Schwert ist ziemlich weit geflogen. Okay, so sieht das Kraut aus. Dann halten wir nochmal die Baumwaffe. Warum regnet es hier durch? Das ist doch schade. Oh mein Mann, meine Stimme ist heute ein bisschen matt. Keine Ahnung warum. Die sollte mir einfach mal nicht wieder um. Hahaha. Hallo.
Sieht aus, als würden wir es am besten nicht nachts im Dunkeln begegnen können. Nee, da müssen wir irgendwie Münze mischen. Moosvieh. Ach, wisst ihr was? Ich mache hier erstmal einen Schnitt. Und dann gucken wir mal weiter. Bis dann. Tschüss.